Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt das Silo verdichten. Nach Möglichkeit, ne? Verteilen. Aber erstmal verdichten, ist wichtig, ne? Damit die hier gut fahren können. Müsst ihr mal mit Kursplay einfahren am besten. Aber es könnte sein, dass sie blockieren, ne? Verteiler haben wir nicht mehr, glaube ich. Verteiler wird auch nicht gehen, weil hinten alles Gewicht belegt wird. 1000 Kilo wie viel ist, ne? Aber sieht schon besser aus. Na, wo kommst du ungefähr so lang? Wo willst du hin? Machen wir eine Ehrenrunde. Die Silage müsste an der auch noch zum globalen Markt. Müsste. Aber. Tja, dann ist doch ein bisschen anders gekommen, wie ich dachte, ne? Aber da muss halt die Kühe mal ein andermal fahren, ne? Das muss ja heute nicht sein, wie auch eine Kühe. Nach einer Woche mal prüfen, ne? So, Sauberkeit ist null, schlecht. Futter ist auch schlecht. Da ist auch eine Station schlecht, aber hat noch Heu und sie verletzt da. Und das zweite passt noch. Wasser, Wasser. Gut, dann müsste ich putzen. Muss man nur den anderen erklären, dass sie ein bisschen alleine arbeiten können hier. Ich werde mal hier mal einen Kurs einfahren, ne? So. Kann in die Runde reinfahren, überwiegend, ne? Einfach mal eine Runde hier. Kann sein, dass sie ein bisschen gegenseitig stören, ist möglich. Was hier? Lass mal eine Runde fahren, wie er fährt, dann können wir sehen, dass wir da ein bisschen mehr so andere Sachen machen können. Ne? Ist ja auch wichtig. Und Silo-Walze wäre nicht schlecht, aber gut. Dass man keinen Unfall gibt bald, ne? Mann, die haben ja Breitreifen, das ist ja ganz gut, dass sie dann verdichten, ne? Ja, das scheint zu klappen, ne? Hier alles reinkriege an Mais? Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Das glaube ich eher nicht. Ich muss noch eingreifen mit meinem Ladewagen hier, den verteilen. Kühe machen allemal. Machen wir mal Mais. Kühe umstellen können wir noch. Ah, die müssen putzen. Ah ja, putzen war auch ganz wichtig. Putzen war ja auch noch ganz wichtig. So, globaler Markt geht nicht. Blöd. Hier können die auch was reinfahren, aber gut. Das kann man noch machen, wenn der voll ist. Oder ich nehme einfach mal
müssen putzen. Nützt auch nichts. Es ist 7 Uhr. Wasser geben wir auch noch. Ah, auch gleich. Ob er nicht umstallen will, trotzdem will ich, falls ich das nicht schaffe, dann noch einen Vorderraum Dings bringen. Ne? Also, so viel Zeit muss sein. So. Seh nix. Läuft der? Jetzt. Das muss weg. Können wir gleich mal die Silage? Ja. Dann fahren wir in den nächsten Baustellen. Das ist ja mein Problem. Ne? Kühe sollen ja mit rübergenommen werden. Die Geräte eigentlich auch. Müssen wir mal gucken, wo das überhaupt gespeichert ist. Da müssen alle Maschinen aus Feld fahren. Weil die Felder sind ja nicht verändert worden von der Höhe her und so. Hier ist ja komplett alles. Teilweise einplaniert, teilweise geschüttet abfüllen. Ne, da wo es tiefer ist, ist es blöd. Weil wenn dann wieder original ist, ist alles unter der Erde. Ne? Das soll ja hinterher genutzt werden können. Ne? Ich kann zum Not auch. Was ist da los? Steht schon wieder Stau. Wo tanken die gerade? Blocking. Bei mir ihre Fahrzeuge, das ist gleich gut. Ups. Entweder tankt er oder muss mal. Oder steht im Weg. Da steht ein Weg. Tank ist voll. Dann muss ich den Kurs ändern. Wieso nimmt er wieder diesen blöden Kurs? Das ist typisch. Ah, da habe ich neulich gesehen, mein Holger, der hat das ganz gut gemacht. Das heißt, er hat da super Lösung gehabt. Also gut gelöst. Also da ist im Prinzip da keine nicht. Aua. Ich darf nicht zum Stehen kommen hier, diese Sache. Bevor hatten sie alle schmale Reifen gehabt, da war es nicht so tragisch. Jetzt ist das anders. Tach. Also die lenken alle mit einer Hand, du. Das sind kräftige Frauen. Naja, die haben auch entsprechend Hydraulik. Servolenkung. So, schnell in den nächsten Stall putzen. Beide. Wasser voll. Naja, der eine Stall ist ja nicht ganz automatisch. Aber man kann jetzt von oben die blauen Punkte aktivieren. Das ist gut. Alles sauber hier. Ja, ich müsste eigentlich hier noch Futter reinbringen. Das reicht nicht. Das dauert.
Die Lage ist nur ein Tropfen heißen Stein, ja. Widerstand. Jetzt können die wieder gesund werden, die Tiere. So zwei, drei Mal dann sterben die irgendwann, ne? Das wollen wir ja nicht. Blocking, Jaguar, Blocking, Kick. Ja. Keiner da. Standen ja alle im Stau. Oh, mein Dicke. Immer sauber gemacht. Gleich mal gucken hier. Welche Vollstress hier. Was los? Revolution? Ein Tesla hier. Fand ich so richtig lustig. Revolution? Ja, das habe ich befürchtet. Das nenne ich mal Portalo, ne? Also, ich würde es nicht aussprechen. So, mal kurz mal. Auf Ruf warten, ich werde dir helfen, du. Die kann zu lange auf Ruf warten, durch die kommt keiner. Auf Ruf warten. Muss verteilen, Mann. So viel Arbeit. So wenig Geld. Und wie heißt das auch schön? Ah, Junge, geht los, weiter geht's. Müssen wir die Berge abheben hier, die Berge und Täler hier. Wenn ich das so gehen würde, wie ich das vorstelle, einfach runterheben und nach hinten ziehen, dann wäre das gut. Macht aber nicht. Ich glaube, der Traktor ist ungünstig. Ja, ist ungünstig. Dann brauche ich einen anderen Joystick, glaube ich. Muss er die Spitze abnehmen. Je mehr wir da reinreiten, so blöd ist es, ne? Das ist auch verbesserungswürdig, die Physik hierbei. Aber gut, kann ich alles haben, ne? Eigentlich nach vorne fahren normalerweise.
Da wird schon schwierig in dem Traktor. Muss er hier vorne aufgeteilt werden ein bisschen. Jetzt haben wir keinen Platz. Ja, ein paar Mal rüberfahren und geht das nicht her. Platz schaffen. Und stehen bleiben. Böse Berge, das wird noch richtig lustig. Das wird gar nicht gut aus reinpassen. Kommt nicht wieder hier, Brüder her. Bin dann gespannt, ob die alle rüberkommen. Das wird ja das Schlimmste. Ah, da ist wieder vorne, ist gut. Gut gefüllt. Verdichtungsgrad passt. Mal weg. Auch wenn das nicht verpackt ist, ne? Ich meine, ich kann aus der Not noch ein Silo platzieren, das ist Not, ne? Wir sind Geld haben wir noch. Wenn es trocken wird, müssen wir an den Soja ran, ne? Wir gehen auf 1 zurück. Geschwindigkeit. Das ist am Tage jetzt ein bisschen langsamer Spiel, also zeitmäßig. Sonst kriegen wir ein. Ich möchte nachts nicht so viel machen, das ist nur so mühsam und dunkel. Ist ja auch für alle Zuschauer nicht gut. Also, ne? Besser mal macht das hier im Hellen. Nachts noch schneller arbeiten und die Zeit schon vorlaufen lassen, zum Not schlafen. Die Brüder arbeiten auch alleine weiter, meistens schon. Eine Lautanzeige wird einer wieder voll gemacht. Der Rest wartet, dann gut. So, liebe Schauer, oh, ich habe Zeit abgelaufen. Das soll es auch vorher schon gewesen sein. Auch schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Alter, mit die Lage. Irgendwann die Kühe umstallen, Kühe müssen versorgt werden, Fütter und so. Ne? Das muss ich auch noch heute machen. Mal schauen, wie es klappt, ne? Bisschen verteilen, verdichten noch. Ja, dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Und bis dann und schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.